Mach direkt weiter. Dann bestimmen wir die Anfangsruckler, oder? Ja, hier ist es noch egal. Augenblick. Ich wollte mal gucken, was wir für neue Dinge eigentlich hier gekriegt haben auf Dauer. Whirlwind. Euch nicht. Shadows. Das bräuchte ich. Behalten. Das möchte ich eigentlich auch behalten. Das kann weg von mir aus. Das soll erstmal bleiben. Nein, dann kann das auch weg. So oft wird er nicht auf uns geschossen. Im besten Fall. Powers. Ja, da brauchen wir nichts mehr. Possession und so, das brauchen wir alles nicht mehr. Ich habe gelesen, es ist eine Errungenschaft, wenn man nur Teleport ausbaut. Fail City incoming. Gut. Oh Mensch. Ich sehe ein kleines Problem für die Zukunft. Ah, Sleep Toxin. Nice. was ich sagen wollte, bevor ich das... Hey, wieso geht das nicht auf? Ah, toll. Was ich sagen wollte, ist, dass wir jetzt gleich ein kleines Problem haben könnten. Geht nämlich das Toxin aus. Nämlich die Frage, wie bieten wir jemanden nicht tödlich um, wenn wir nichts nicht tödliches mehr haben? For your next trial, you must move unseen. Stay in shadow and avoid the light. Cross to the other side of the room without attracting notice. Das war knapp. War auch für uns quasi gerade so eine Prüfung. Wir müssen mal speichern. Wow. Das Betäuben geht ja jetzt fast schnell. Wir bräuchten aber wirklich, wirklich, wirklich mal ein paar Betäubungspfeile wieder. Weil augenscheinlich sind wir da. Nochmal speichern. Ich mach nochmal eine Großspeicherung vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Brauche ich bei allen Spielen, wenn ich ganz, ganz, ganz sicher gehen will. Master. In the whole area, and the men on duty swear they saw absolutely nothing. It sounds impossible now. The Greaves and the finals were started. What do you make of it? That he knows your work better than you do. Deal with the sentries as you see fit. As for Corvo, I suspect that in time he will come to me here. He'll have to. Uh-huh. Okay. Cool. So you've lost it all. Ruined at last. Lord Regent, Royal Spymaster, Hiram Burrows. You small, worried man.
You'll never know how many times I've thought about trying to get close to you again. Mm-hmm. Just to put a piece of sharp metal. The Royal Protectors. Right. But now there's no need. You've been taken down. Mm-hmm. By the same apparatus that gave you life to begin with. Laws and courtrooms and the mighty swell of public outrage. Good riddance to you, sir. So many schemes you had. So many contracts. How many people did I kill for you? None like the last. None like her. I'd give back all the coin if I could. No one should have to kill an empress. Genau. Der Meinung bin ich auch. Ja, warum machst du es dann überhaupt? Wenn es dich doch so stört und belastet. Dann gibt es doch keinen Grund, warum du den Auftrag angenommen hast. Da liegen ganz viele Pfeile neben ihm. Ich muss warten, bis er wieder weggeht, denke ich. Möchte warten, bis er wieder weggeht. Frage ist, muss man ihn überhaupt töten? Ja, jetzt überlegen wir mal. Es wird das Ende ja nicht schlecht machen, denke ich. Wenn wir uns seiner entledigen würden, oder? Ich habe jetzt mal gespeichert, aber ich speichere genau hier nochmal. Das war jetzt schon der Endboss. Echt jetzt? Das war jetzt der Endboss? Das war jetzt das Hardcore-Assassinchen hier? Okay. Dann hören wir mal rein. So you've lost it all. Ach so, okay. Ruined at last. Ja, ist jetzt die Frage. Was machen wir mit ihm? Was hat er denn? Tough Skin. Nice. Aber wir können 10 doch nehmen, das wusste ich gar nicht. Habe ich eben ein bisschen falsch verstanden. 10 von 10. Bang. Was? Non-lethal. Da stand's doch. Mission Clues. Nein. Mission Items. Notes. Nein. Wo steht's? Tasks. Aha. Nein, ich will doch nur noch mal. Ich will doch nur noch mal die Missionsnotizen lesen. Muss ich jetzt tatsächlich mein eigenes Let's Play noch mal gucken? Nein. Komm schon. Ich will doch nur lesen, was diese Non-Lethal ist. Das kann und will ich eigentlich so nicht akzeptieren. Muss ich das jetzt nachgucken? Ja, tatsächlich. Aber das kann ich jetzt schlecht im Let's Play nachgucken. Deswegen gucke ich mal ganz kurz woanders nach. Aber ich kann leider im Moment nicht pausieren. Moment. Tut mir wirklich leid. Nein, tut es mir eigentlich keinen Millimeter leid. Ich will das vernünftig spielen. Wenn euch das nicht passt, müsst ihr ganz kurz mal so circa 2 Minuten weiterspulen. Okay.
Hier steht, ja, ich gucke gerade mit dem Handy. By stealing his belt pouch and key in Doubt Space in the Flooded District Mission. Okay. Also. Ja. Assassin, bla 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 bla. So, da haben wir es. Das scheint wohl so zu sein. Dennoch möchte ich mal ganz kurz was probieren. Wir haben ja gespeichert und wir haben ja gesehen, es geht ja verdammt leicht. Deswegen möchte ich jetzt mal ganz kurz. Optional, non-lethal. Aber tötet ihn das, wenn ich, Nee. Leave him a message. The tunnel entrance. Okay, hätten wir das also auch geklärt. Ja. Ach so, für alle, die gerade meinten, sie müssten tatsächlich 2 Minuten weiter switchen, willkommen zurück. Echt jetzt? Ist der Typ wieder aufgewacht oder war der eben einfach noch nicht da? Ich frage mich, was jetzt passiert. Ich habe den immer nur betäubt. Ich habe den noch nie einfach nur stehen lassen. Das finde ich jetzt persönlich zum Beispiel mal hochinteressant. Na gut. Dann. Rappen wir mal die Chain. Dieses englisches Teil. Ah. Guck mal einer an. Weißt du, was für Kunstliebhaber ist ja so auch noch. Wir sehen es jetzt zwar nur in Dark Vision, aber was ist drauf zu sehen? Ach komm, jetzt würde ich es aber wirklich hier. Torturer. Jetzt weiß ich, was wir vergessen haben. Wann haben wir das nochmal vergessen? Ah, nein! Beim Lord Regenten, den Typen kann man auch umnieten. Den Foltermeister. Nein! Ist egal. Ist egal. Wir laden jetzt natürlich nicht alles neu. Will dich. Ohne! Nice. Angeblich haben wir nur eine von 8 Runen. Naja. Ach, ganz ehrlich, jetzt ist das alles egal geworden. Wir können eh nichts mehr upgraden, was soll's. Sind durch! Bang! Kommen wir jetzt raus? Ich hoffe, irgendwo, wo es schön ist. Nee, wahrscheinlich nicht. Sieht nicht sehr schön aus. Target spared. Doubt. Ach, hier sind wir jetzt. Bäh. Jo, ich frag, warum bäh, der gerade rum wie eine Ziege. Ist so, weil ich's kann. Nein, weil es hier einfach wirklich scheiße ist. Und scheiße ist gar kein Ausdruck. Ihr dürft euch das so vorstellen. Circa, da kommen Züge, die machen Folgendes. Lassen Leute regnen. Und da oben sind. Why not? Nee. There's city guards. Also augenscheinlich werden wir hier erwartet, was? Mäh. Ist. Oh.
Achso, hier bin ich. Dann nochmal schnell speichern. Im Nebenmission? Ne, in der nächsten Mission. So. Wir haben nur noch einen Betäubungsfall. Geil. Ja, das macht Spaß. Okay, dann heißt es wohl lange und breit durchschleichen. Wir speichern mal hier. Must be in a basement. There's no hospital. I told you that. You think they round people up because they're secure? Ja, nö, das ergibt doch irgendwie keinen Sinn, das stimmt schon. The plague wagon's running every couple of minutes now. Just need to get on top of it and ride out of here. Okay, great, smart guy. And what do we do when we hit the wall of light on what short gate? We'll be fried. Yay, wir können auf die kleinen Lampen. Hey. Oh, nice. Nice, hier war ich noch nie. Lass mich raten. Die haben gerade erzählt, wir können hier nicht durch wegen Lichtwänden und so. Ja, Tall Boys. If only you knew how to tie off a boat. We need to make up our mind. That guy in the mask I saw? He came up from the dry canal. That's Whaler territory. So what is going on up at the tower? Now they're saying the Lord Regent started the plague himself. I don't understand it either. It looks like a whole other group's in charge. Ich bin mir nicht sicher, wo wir gerade hingehen, aber sieht interessant aus. Okay, lass uns mal hiermit ein bisschen visionieren. Okay, wir haben nichts davon gehabt. Nice. Habe ich noch irgendwo was vergessen? Wahrscheinlich habe ich das. Moment mal, ich hatte doch gerade... Ist die Seite noch offen? Ich hatte doch gerade irgendwo was gelesen. Das wäre sehr interessant vielleicht gewesen. Jetzt dann, wenn aber eventuell auch leider zu spät. Nein, nein, nein. Nein. Bla 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 bla. Genau, das hier wäre vielleicht noch interessant gewesen. Nur, wo kommen wir da hin? Ah, okay. Angeblich. Die Rune. Ich glaube nicht, dass wir es noch schaffen. Ich glaube, das wäre eine andere Mission, aber wenn dem so gewesen wäre, dann hätten wir etwas Cooles sehen können. Ich will es jetzt noch nicht sagen, weil vielleicht schaffe ich es ja dann noch irgendwie dahin zu kommen. Obwohl ich nicht glaube, dass das in dieser Mission war. Ich glaube, das ist genau ein Level weiter vorne gewesen. Dann haben wir jetzt halt Pech gehabt. Scheiß drauf. Nein, ernsthaft. Wir gucken jetzt hier noch, ob wir noch irgendwas Nützliches mitnehmen können. Und wenn nicht, dann machen wir jetzt weiter. Damit beschäftigen wir uns jetzt nicht noch 10 Folgen lang. Dann ist das leider ausgeblieben. Ein sehr cooles, sehr eckartiges Dings. Speichern mal eben und jetzt geht's hier durchgerusht. Nur wie? Wie am besten, wie am dümmsten. Wie am besten, wie am dümmsten. Am besten durch die Häuser, wa? Wäre so meine Idee. Dümmere Ideen? Dümmere Ideen bestimmt. Bessere auch. Poker-Chips. Meins. Blöden Tallboys zu avoiden ist ziemlich blöd. Der blöde Tallboys finde ich blöd. Wo ist das so viel Zeug drin? Was brauchen wir denn hierfür? Bis jetzt klappt's. Aber bis jetzt ist ja noch nicht lange. Und ich werde das blöde Gefühl nicht los,
dass diese dummen Tallboys jetzt gleich sehen können. Na, da war doch was. Na, da. Ah, da. Bin ich sicher, aber wir haben gerade irgendwas gemacht, oder? Ah, da ging es auch her. Wir haben die Wand deaktiviert. Wir haben die blöden Tallboys erbeutet. Moment mal, wo geht's hier hin? The Old Port District. Bin mir nicht sicher. Könnten wir vielleicht noch... Geht das vielleicht noch? Ah, hier schon mal nicht. Es kann sein, dass wir es jetzt trotzdem mitkriegen. Kann aber auch sein, dass es nicht mehr geht. Wir probieren es mal. Oh, wie nett. Wie nett. Ja, wenn das nicht schön aussieht, Mensch. Ja. Ich freue mich. Sieht doch zumindest sehr einladend aus hier, oder nicht? Moment mal. Was macht hier gerade diese Geräusche? Also nicht diese Fliegen, sondern das andere. Genau das! Ist diese komischen Eier oder sind einfach nur Background Sounds? Egal. So, ich hoffe, das funktioniert alles, was ich so vorhab. Ja, jetzt kommt der Clou. Ich weiß noch gar nicht, was ich so vorhab. Also hier würde man wahrscheinlich regulär durchgehen, oder? Sieht zumindest so aus. Hey, was liegt da? Yay! Wir haben eins gefunden. Weil das so unglaublich wichtig für uns ist noch. Ich finde, wir haben schon ziemlich coole Kombinationen jetzt gefunden. Straße hoch können wir an sich auch. Hier durch. Können wir auch. Ich bin gerade ganz froh, dass wir nicht die Straße einfach hochgegangen sind. Ist nur so... Ja. Eine Anmerkung. Am Rande. Übrigens hier nicht sehr einladend auf. Bin ganz, ganz ehrlich dazu. Ich mag ja an sich das ganze Spiel, ne? Aber diese Whiner, die sind... Die mag ich nicht. Ja, aber das heißt nicht, dass ich das Spiel deswegen nicht möge. Möge! Dass ich dieses Spiel nicht möge! Ja. So möge er dieses Spiel doch nicht mögen. Oh, fuck off. Wie viele Sleeping Darts habe ich? Ah. Dreck. Wurden wir gespeichert? Wie praktisch von uns. Ach komm schon. Aha. Puh. Ansonsten hätte... Ey. Ich ruckeln? Okay. Es ist praktisch, wenn man das so rechts am Vorschaubildschirm sieht, was man macht und sowas. Ah, ich will keine falsche Hoffnung geben. Aber ich will noch nicht spoilern, immer noch nicht. Ich glaube tatsächlich, es könnte noch möglich sein... ...dass wir das noch sehen, was ich denke, dass wir noch sehen. Ansonsten sehen wir es halt nicht. Okay. Ich will es euch eigentlich sagen. Was ich die ganze Zeit erwarte und hoffe, aber dann fällt mir wieder ein, wie cool ich das fand, als ich das erste Mal gesehen habe. Und ich finde, die Überraschung kommt einfach geiler. Ha! Erwischt. Erwischt. What shall we do with a drunken sailor? Hey, kann man die looten? Nö.
Hier kann man looten. Bin nicht sicher, ob ich das möchte. Ah, hab ich schon. Zu spät. Hatten wir nicht mal Granaten? Die haben wir noch nie eingesetzt. Und. Nice. Ist doch nicht mehr wahr hier. Forrent! Ja nein! Forrent! Steht hier drauf, was für ein Code? The Old Witch Granny Rex. Okay. Mouth of Wind. Mouth of Seeds. Wind. Seeds. Eis. Wind. 20 Tage Wind, Eats, Eis. Thirteen Mouths. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 ist es. Also 5, 2, 6, 7, 8. 5, 2, 8. Ha! Bang! Codeknacker! Wir sind hier die Profis. Was sagt denn die Zeit? Ha! Zeit ist blöd. Zeit ist gegen uns. Denn eigentlich die Aufnahme noch nicht vorbei. Aber wir könnten noch ein bisschen. Wir können aber auch jetzt Schluss machen. Damit wir gleich in der nächsten... Hallo? Gehen wir bitte da hoch. Danke. Damit wir in der nächsten Folge mal so ein bisschen mehr Zeit haben. Wir haben die gleiche Zeit, aber wir können die nächste Folge mal etwas effektiver nutzen. Hier noch ein Stück. Räuber noch ein bisschen von diesen lustigen Dingern hier aus. Und dann machen wir aber auch Aufnahmeschluss. Bevor noch irgendwas passiert, was lustig, nützlich, cool oder interessant wird. Soweit war das jetzt noch okay. Aber jetzt würde ich mal sagen. Bisschen nass. Nur so ein bisschen. Ich hätte vermutet, dass das. Hallo! Geht einfach mal da rein! Hol doch erstmal Luft! Ne? Jetzt muss mal checken, was hier noch so ist. Wahrscheinlich nichts. Da hinten ist dieser dumme Schlüssel. Wo geht's hier hin? Wahrscheinlich geht's hier weiter. Ach, komm schon, komm schon. Lass mich raten, wir sind genau da, wo wir rausgegangen sind. Nice. Ich meine, reingekommen sind. Ah! Falsche Taste, sorry. Wir können hier nicht her. Können wir hier? Nee. Ich wollte nur mal alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Es wäre klug gewesen, da rauszugucken. Jetzt müssen wir es halt hier schaffen. Eieieiei. Was eine Action gegen Ende. Aber die Action muss hier auch irgendwo mal stoppen, ne? Nicht, dass das hier zu actionreich wird. Wir machen aber genau in der nächsten Folge hier weiter. Das verspreche ich euch. Weil augenscheinlich ist das Spiel doch noch nicht vorbei, wie ich vor zwei, drei Folgen dachte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dato. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen. Oder einen Daumen nach oben. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr irgendwas anderes
wisst, was ich verpasst habe, zum Beispiel. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Skaldenwolf.